Gestern haben wir Brödel gefüttert. Gestern Nachmittag. Ja, und jetzt wären wahrscheinlich wieder bei recht. War keiner von euch beim Bäcker? Servus aus Pullendorf, heute ist Freitag, der 16. August. Wir nutzen das trockene Wetter, um ein bisschen das Stroh zusammenzuschwaden und zu pressen. Das ist jetzt zwar letzte Woche schon gedroschen worden, war es mal kurzzeitig trocken, hat aber nicht mehr ganz zum Pressen gereicht. Hat jetzt mal reingeringt, aber als Einstreu kann man es immer noch verwenden, deswegen lassen wir es in Ballen pressen. Sind doch noch ein paar Hektar. Das schwaden wir jetzt noch schnell zusammen und das soll dann den Rest des Tages noch gut ausfüllen. Ja, schön entspannt, als heiß ist es nicht. Da kann man wunderbar noch ein bisschen Stroh zusammenschwaden und schwitzt nicht so euch am Grill. Ja, es ist natürlich nicht mehr so top, weil es reingeregnet hat, mehrfach. Aber ich lege das jetzt in Schwad. Und wenn es dann trocken bleibt, pressen wir es morgen in den Rundballen. Ist dann immer noch gut geeignet als Einstreu. So, servus aus Pullendorf, heute Sonntag, der 18. August. Heute mal wieder ein schöner trockener Tag. Wir räumen gerade ein bisschen in der Scheune Platz frei, dass wir Viehhänger unterkriegen, dass wir Strohballen unterkriegen. Heute pressen wir neue Strohballen. Und die müssen ja schließlich auch irgendwo untergebracht werden, nachdem es heute Abend wieder regnen soll. Schauen wir mal. Einfach mal umschlichten. Alles ein bisschen kompakter machen. Jo, Lagerfläche wird inzwischen knapp. Aber wir brauchen die Anzahl an Futter für den Winter auf jeden Fall. Gut, greifen wir es an. So, ab heute beginnt auch noch eine Woche, wo ich auf eine zweite Herde aufpasse, von einem befreundeten Züchterkollegen. Der gute Mann ist in Urlaub gefahren und wir versorgen die Herde mit, dass die Futter und Wasser haben. Sind jetzt gerade bei ihm da. Die Tiere kriegen einen Mais täglich mit zugefüttert. Das heißt, wir fahren mit einem kleinen Bulldog rüber und mähen eine Reihe Mais im Heckcontainer ab und bringen es denen. Weil, ja, die kriegen Mais, Silo und Heu. Die haben gar nichts mehr auf der Weide. Bei denen schaut es ein bisschen schlechter aus als bei uns in Pullendorf. Und weil man sich unter Kollegen hilft, habe ich da bereitwillig die Woche zugesagt und übernehme. Wir werden ein bisschen was mit filmen. So, frisches Heu haben wir drauf. Dann fahren wir jetzt mit dem kleinen Fiat. Der hat an der Seite Mähbalken dran. Zum Maisfeld. Ziehen da einmal entlang, eine Reihe runter. Fahren sie dann rückwärts mit der Heckmulde rein, dass sie genug Energie haben, weil nur das Heu ist ein bisschen armselig und auf der Wiese, wie gesagt, ist nicht mehr so viel hier. So, da helfen wir doch gern. Ja, jetzt dann gerade mit dem Fiat-Traktor rüber zum Maisfeld. Der hat da einen Mähbalken dran. Ja, damit mähen wir schnell ab und schmeißen sie in die Heckmulde. So, jetzt haben wir eine Fuhre schnell zusammengeklappt. Das ist so, die Herde pro Tag ein bisschen als Ergänzung kriegt vom Kollegen. Fahren wir schnell rüber. Wasser und alles passt noch. So. Wir werden morgen wahrscheinlich mal Siloballen kontrollieren, dann ob es in die Raufe rein muss. Sonst gibt es morgen wieder Mais dazu. So, schneller Freundschaftsdienst auf die Schnelle.
An den Tischmanieren müssen wir kräftig arbeiten. Aber vielleicht macht man es in Schottland so, dass man durchs Essen durchrennt, weiß man nicht. So, immer zwei vorn, immer einen hinten. Dann haben wir das relativ schnell von der Fläche geholt, das ganze Zeug. Stapeln wir jetzt noch ganz kurz in die Scheune rein und dann ist Feierabend für heute. War wieder ganz ausgiebig, also besser als letztes Jahr die Getreideernte. Dadurch auch mehr Stroh. Ja, können wir es nicht beschweren, passt. So, das ist jetzt noch die Ausbeute. Das sind 15 Ballen Stroh, 1,30 Meter Ballen von, müsste ich lügen, 2,5 Hektar. Also es gibt Gegenden, da ist da wesentlich mehr auf dem Hektar drauf. Aber bei unseren steinigen, sandigen Magerböden, ja, kann ich mich nicht beschweren. Und für meinen Bedarf reicht es. Ich meine, mein Nachbar stellt mir die zur Verfügung. Er drischt, ich darf mir das Stroh holen und ja, bin da sehr zufrieden. Die Qualität passt. Finanziell passt es für mich auch. Und ja, von der Quantität her reicht es bei uns gut aus. Ich meine, wir haben jetzt nicht die großen Stallungen, die wir groß einstreuen müssen. Da sind wir recht genügsam mit Stroh. Wir füttern das Stroh nur prozentual zu. Das heißt, wir machen im Winter schöne Mixtur aus Gras, Silage, Heu und Stroh. Und das fressen sie richtig gut. Ja, bis jetzt noch keine Klagen gehört von meinen Tieren. Okay. Dann schaffen wir das jetzt alles noch in die Scheune, weil der Wetterbericht hat recht gehabt, es zieht ein bisschen zu. Was dann gleichzeitig auch heißt, die werden unnötig nass und ich will sie jetzt die nächsten Tage auch dann nicht draußen liegen lassen, weil es da die ganzen Tage durchregnet bis einschließlich Mittwoch. Und bis das wieder abgetrocknet ist, beim Stroh nicht ganz so schlimm, aber was wir drin haben, haben wir drin. Deswegen schicken wir uns jetzt ein bisschen. In einer Stunde ist das drin. Spätestens. Wir müssen sie ja händisch hinterrollen. Und deswegen schicken wir uns, das ist gleich drin und dann haben wir Feierabend. So, Montag der 19. Über Nacht hat es wieder gut geregnet. War gestern eine Punktlandung, dass wir Stroh noch trocken reingekriegt haben. Hat gepasst zeitlich. Heute hat man dann schon diverse Kunden, die noch bestelltes Fleisch abgeholt haben bei uns oder Würste. Jetzt geht's ans Kontrollieren den Weiden. Was ich heute früh bei der Runde gesehen habe, ist, dass die untere Weide eben keinen Heuballen mehr in der Raufe liegen hat. Da gibt es jetzt einen neuen rein. Und der untere Stromzaun braucht auch wieder neue Batterie. Das werden wir jetzt gleich noch erledigen. Ja, recht viel Großes steht heute nicht mehr an. So, die Heuballen hängt vorne drauf, nehmen wir mit runter. Jetzt noch eine von den frisch geladenen Batterien mit. Nehmen wir ein bisschen die kleine da.
Hugo, alles gut bei dir, ja? Servus. Na gut, ja. Unser Dickerchen. Sind alle brav? Ja, was gibt's denn so? Interessant ist ja, wenn man den Schlepper hört, man denkt, es gibt immer Sonderfutter. Also da reicht das Gras dann nicht. Da ist man dann immer kurz vor Verhungern, muss schreien, weil da gibt's ja dann Sonderfutter. Also da gibt's entweder mal irgendwie leckeres Heu oder... Gestern haben wir Brötler gefüttert. Gestern Nachmittag. Ja, und jetzt wären wahrscheinlich wieder bei Recht. So, schauen wir noch einmal nach. Können wir jetzt da runter schauen, ob der Zaun noch steht. Na, meine Lieben. Einmal recht freundlich für die Kamera. Jawohl. Servus, Clara. Grüß die Mama, alles gut? Was los? Ja, was sie auch ganz gern machen, also auf jeder Weidestelle finden sie irgendwie feuchte Fläche. Die treten sie dann gut aus und verwandeln sie in ein Rasul-Schlammbad. Das heißt, die Tiere stehen dann bis zum Knie drin in der Fläche und kühlen sich einfach. Schauen natürlich unmöglich aus. Aber gut, wenn es Spaß macht, warum nicht? Wellness für die Kühe. So, jetzt gucken wir noch mal schnell rein in euren Wasserbehälter. Ob da noch alles läuft. Vielleicht werden wir auch wegen Wasser zusammengeschissen. Ne, Wasser läuft noch. Dann kicken wir mal rein. Ja, Viertel ist noch drin. Das reicht, wenn wir das morgen früh fahren. Wir haben morgen früh große Wasseraktion von zwei Herden. Das passt. Ja, morgen ist auch nicht so heiß. Da reicht so der Wassertank für knappe 4 Tage. Bei Hitze haben wir es täglich bis mindestens jeden zweiten Tag. Ja, sind auch ein paar Tierchen, ne? 18 Stück trinken doch was, sind knappe, was sind da drin? Ein bisschen was über 2000 Liter. Das ist natürlich schnell weg dann bei Hitze. So, auf was warten wir jetzt? Jetzt bräuchte jemand Brötchen, oder? War keiner von euch beim Bäcker? Mist. Servus aus Hummeldahl heute. Heute nochmal Urlaubsvertretung beim Kollegen. Da ist schon richtig schönes Wetter bei uns. Im Pullendorfer Tal hängt noch dick der Nebel drin. Jetzt werden wir dann gegen Mittag mal schauen, wenn es aufreißt. Soll die nächsten 4 Tage trocken bleiben und sonnig und wärmer. Da werden wir vielleicht noch ein paar Flächen Silo mähen. Und das gleich mitnutzen, das Wetter. Aber so wie es ausschaut, reißt es schon auf. Hier in Hummeldahl ist es auf jeden Fall schon sonnig. Die Viecher vom Kollegen genießen die Sonne nach dem Regen heute Nacht. Da scheint es auch ziemlich geregnet zu haben. Ist alles gut durchweicht, alles schön matschig. Ja, jetzt dem Kollegen jetzt nochmal die Viecher versorgen mit Wasser und Futter. Und dann geht es zu Hause weiter auf dem eigenen Hof. Bis dann. So, jetzt nochmal kurz den Aufwuchs überprüfen auf den Flächen, die ich heute eventuell mähen will für Silo. Zeig's mal kurz. Das sind knappe 1,5 oder 1,8 Hektar. Da steht jetzt gut Ackergras drauf. Ich messe jetzt mal mit meinem selbstgebauten Instrumentarium die Aufwuchshöhe an verschiedenen Punkten der Wiese. Da kann man dann die Durchschnittshöhe bestimmen und dann sagen, ob es sich rentiert oder ob man eben noch ein bisschen wartet. Aber da sich da, wie man es sieht, das Gras schon ein bisschen legt, ist es mehr als fällig zu mähen. Es gibt ein richtig gutes Silage. Schauen wir mal kurz drauf. Meine selbstgebaute Messmethode. Stück Babadeckel mit Loch drin. Das drückt so die obersten Spitzen ein bisschen nieder und gibt mir so einen Durchschnittswert von der Höhe, wo ich dann in der Mitte einfach einen Meterstab durchgehe. Und sage, wir sind jetzt bei 220 cm an der Stelle. Ja, kann man wunderbar mähen. Schauen wir uns die anderen Flächen auch noch an. Und dann holen wir das Mähwerk drauf, bleibt 4 Tage trocken. Da kriegt man, denke ich, ein gutes Silage hin. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir haben noch unsere Reserve jetzt in der Tiefkühltruhe vom Hofverkauf. Ich hatte ja angekündigt, dass wir uns ein gewisses Kontingent von den gängigsten Stücken zurückhalten. Und jetzt können quasi auch die, die entweder am Hofverkauf nichts bekommen haben, nicht rechtzeitig bestellt haben,
oder gerne nochmal Nachschub hätten, können jetzt dann nochmal bei uns bestellen über einen Online-Shop. Das Ganze ist freigeschalten. Jederzeit einfach bestellen nach Herzenslust und Laune. Dann am besten kurzen Vermerk dazu. Wir melden uns dann oder Kontakt mit uns aufnehmen. Kurze Terminabsprache zwecks Abholung. Und dann gibt es nochmal Leckeres vom Hochlandrind. So, wieder am Mähen, Siloschnitt diesmal. Für mich der schönste Teil von der Futterernte, weil es einfach am zügigsten geht. Macht Spaß, das macht mir meistens Spaß mähen. Ja, das mähen wir jetzt. Morgen früh schlagen wir es einmal um, dann schwaben wir es zusammen und ich denke, dass wir es spätestens am Freitag dann zur Silobahn pressen können, wenn die Feuchtigkeit stimmt. Jo, fangen wir es an. Donnerstagvormittag. Ich fahre jetzt nochmal raus und schneide die letzten Flächen, weil wir ja Silo pressen lassen wollen. Und wenn das Wetter so bleibt, das soll heute durchgehend trocken bleiben. Viel Sonnenschein, um die 25 bis 27 Grad. Und wir haben einen recht lebhaften Wind. Das ist eigentlich ideal, damit es ein bisschen antrocknet und anwelkt. Und wir beobachten das Ganze jetzt über den Tag. Vielleicht passt es heute Abend, dass der Presser dann schon zum Pressen kommen kann. Na gut, werden wir sehen. Jetzt mähen wir erstmal den Rest fertig. Ja, wie schon gesagt, bestes Wetter heute. Die meisten Flächen haben wir gestern noch gemäht. Jetzt kommt noch eine kleine Teilfläche dazu, die wir noch mähen. Und bei dem Wetter sollte das dann eigentlich gut anwelken. Gegenteil, ich habe gerade geguckt, das, was wir gestern gemäht haben, sollte ich vielleicht jetzt dann demnächst gleich in Schwad legen. Sonst wird es einfach zu trocken für Silage. Und dann können wir den Presser für heute Abend bestellen. Ich schau mal, dass ich da vielleicht ein paar Aufnahmen mit hinkriege. Ja. Unser kleines Trommelmähwerk am kleinen Steier. Perfekt für so kleine Flächen. Da flitze ich jetzt mal schnell drüber. Dann ist es ratzfatz gemäht. So, die letzten Bahnen zusammenschwaden ist jetzt sehr gut angewelkt. Ich denke, das passt. Um 6 kommt der Presser und der Wickler und dann wickeln wir Siloballen ein. So, also weiter geht's.
So, heute Freitag. Heute mein letzter Einsatz als Urlaubsvertretung beim Kollegen. Der kommt morgen wieder aus dem Urlaub. Ich versorge heute nochmal die Herde. Es wird heute nochmal Mais abgemäht und zu den Viechern gebracht und Wasser kontrollieren. Und dann logischerweise das gleiche noch zu Hause bei der eigenen Herde. Ich denke, dass ich das Video für diese Woche dann heute Abend fertig schneide. Und wahrscheinlich auch gleich heute Abend online stellen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen. Wünsche, Tipps und Anregungen gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben. Freut uns tierisch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus und Ade.